Die Bergsteiger am Bau heißen wir. Das heißt, überall dort, wo am Bau was zu warten ist, was zu reinigen, was zu reparieren ist, dort sind wir da. Wie lange habt ihr die Aktion hier vorbereitet? 14 Tage. Also das dauert 14 Tage. Immer das Equipment so perfekt, wie wir zusammen haben, weil wir haben das 2000 das letzte Mal gemacht. Und das letzte Mal haben wir also eine Menge Material auch verbraucht. Und in der Zwischenzeit, zwischen 2000 und 2004, haben wir also natürlich wieder neues Material hinzugekriegt. Das sind alles Bergsteiger, ne? Wer bei uns sich bewirbt, muss im ersten halben Jahr seiner Probezeit, muss der 7C im Sächsischen vorsteigen. Das rührt daher, weil es den Beruf eines Technosportarbeiters gar nicht gibt und ich aber nachgewiesen haben will, dass sie geeignet sind für die Arbeiten. Frank, denk dran, dich nicht hinsetzen, sondern immer schön versuchen, den Oberkörper über die Füße zu stellen. Ne? Fixieren jetzt dort ein Seil, um sich in die überhängende Glasfassade ablassen zu können, um dann dort Reinigungsarbeiten machen zu können. Wobei wir ja auch undichte Stellen an der Fassade gefunden haben und die müssen auch aufgenommen und notiert werden, damit wir die dann reparieren können später. Gerät, was also 150 Kilo hält und verteilt die Last schön auf die Scheibe. Das ist aber nicht um den Körper dran zu hängen, sondern nur um die Balance zu halten, weil er halt den Nachteil hat, dass er frei am Seil hängt. Ja, das saugt den Rutsch fest.